So, zum wohlverdienten Wochenende, in das wir jetzt alle hineingehen, möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen. Ich hoffe, ich bleibe heute ein bisschen in der Zeit. Es ist eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Und es geht wieder um zwei Fragen. Die eine ist relativ einfach zu beantworten. Die zweite ist speziell für dich. Und natürlich auch für mich. Jesus ist im Haus eines Pharisäers. Ab und zu wurde er eingeladen von seinen Gegnern. Und er ist dorthin gegangen und er ist im Haus von Simon. Und wahrscheinlich haben sie draußen irgendwie auf der Veranda gesessen und gegessen, denn es tritt dann plötzlich eine Frau in diese Männerrunde, was völlig ungewöhnlich war und auch gar nicht eigentlich ging. Und sie tritt von hinten an Jesus heran und wendet sich seinen Füßen zu. Und das muss man wissen, die Leute saßen nicht zu Tisch, wie wir heute zu Tisch sitzen, sondern man lag zu Tisch und die Füße waren nach hinten vom Tisch weg ausgestreckt. Und diese Frau benetzt Jesu Füße, also sie weint und trocknet seine Füße dann mit den Haaren und dann macht sie eine besondere Fußkosmetik, eben mit Öl salbt sie eben die Füße von Jesus. Also ich persönlich, ich hätte meinen Döner gar nicht genießen können, wenn mir da ständig einer an den Füßen irgendwie rummacht. Aber um mich geht es ja auch nicht, es ist eine Geschichte von Jesus. Der Simon ist wahrscheinlich peinlich berührt, dass diese Frau, und es war eine stadtbekannte Sünderin, das bedeutete wahrscheinlich nicht, dass sie beim Finanzamt gearbeitet hat, sondern wahrscheinlich irgendeinen ruchlosen Beruf nachging, der Männern oft Spaß macht. Auf jeden Fall, dass diese Frau da war und sich dann noch seinem Spezialgast zugewandt hat und ihn da letzten Endes an den Füßen hängt. Und er denkt bei sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, wie die Leute immer sagen, dann wüsste er, wer ihm da die Füße massiert. Aber er scheint das nicht zu wissen, er scheint das zu genießen und deshalb kann er ja auch kein Prophet sein. Und dann schaut Jesus ihn an und sagt, hör mal, Simon, ich habe mal eine Frage. Stell dir vor, da sind zwei Gläubige. Gläubiger. Und der eine schuldet 50 Silberstücke und der andere 500. Beide können nicht zahlen und beiden wird es erlassen. Jetzt sag mal, wer wird, das ist jetzt die erste Frage, wer wird dankbarer sein? Wer wird dem großmütigen und großherzigen Geber mehr lieben? Der mit 50 oder mit 500? Und diese Frage ist relativ einfach und Simon dachte, ich denke, der die größere Summe auf dem Kerbholz hat, also dem mehr geschenkt und erlassen worden ist. Also Jesus, ja, hast du richtig geantwortet. Schau mal, als ich ins Haus kam, da hast du mir nicht die Füße gewaschen, was eigentlich Sitte war, da haben die Diener das gemacht, ist nicht passiert, diese Frau. Die hat meine Füße benetzt mit ihren Tränen, hat sie abgetrocknet, sie mir also auf eine spezielle Art gewaschen. Du, Simon, hast mir keinen Bruderkuss gegeben, wie es eigentlich üblich ist, wenn man einen speziellen Gast empfängt. Sie aber hat die ganze Zeit meine Füße geküsst. Und du, Simon, du hast mir kein Tropfen Öl, wie es eigentlich üblich war, also einem speziellen Gast, nicht jedem Gast, aber speziellen Gästen, gab man ein Tropfen Öl von diesem Nadenöl, was sehr teuer war, auf die Stirn. Und sie schüttet fast das ganze Öl über meine Füße aus. Ihre Liebe wird dazu geführt werden, dass ihr viel vergeben wird. Und da war die Frage, bevor Jesus das sagt, sagt er, Simon, siehst du diese Frau? Und Jesus rückt jetzt nicht 30 Zentimeter weg und sagt, schau mal, hier hinter meinem Rücken, da ist, siehst du diese Frau? Sondern Simon hat sie ja gesehen. Und da trotzdem diese Frage, Simon, siehst du die Frau? Und was dahinter steckt ist, wie siehst du diese Frau? Also was guckst du? Wie guckst du? Wie schaust du auf diesen Menschen?
Vorhin stand ja drin, eine stadtbekannte Sünderin. Und so hat Simon sie auch angeschaut. Er hat nicht gesehen ihre Not, ihre Liebe zum Rabbi und alles das, was sie so investiert hat und wie sie gelitten hat. Und dass sie alle Gebote hier sprengt und geht in die Männerwelt rein, um bei Jesus zu sein. Das sieht Simon nicht, sondern er sieht nur, was vor Augen ist, eben diese stadtbekannte Sünderin. Wenn du Menschen anschaust, was siehst du? Wenn du deinen Ehepartner anschaust, siehst du nur die Person, die dich gerade völlig nervt, wo ihr immer weiter auseinander geht oder die du irgendwie erziehen musst? Wenn du deinen Nachbarn anschaust, deinen Arbeitskollegen, deinen Chef, wen auch immer, was siehst du? Siehst du diesen Menschen? Siehst du deine Menschen, die in deiner Umgebung sind? Siehst du sie mit den Augen Jesu? Voller Barmherzigkeit, voller Gnade? Oder siehst du sie einfach mit deinen kalten Augen und schätzt sie ab und sagst, der ist nett und die ist schön und der ist reich und die ist doof und der ist bekloppt und der ist halt nervig? Wie siehst du den Menschen? Das gilt für mich genauso. Wie schätze ich den Menschen ein? Jesus schickt diese Frau in Frieden weg. Er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Da sind alle Männer wieder am Tisch. Das waren wahrscheinlich auch alles Pharisäer, so nach dem Motto, geht doch gar nicht. Wie kann jemand Sünden vergeben? Und Jesus sagt zu ihr, hey, geh nach Hause. Geh in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen, dein Vertrauen. Hier kommt jetzt nicht der Nebensatz noch rein, und sündige bloß nicht nochmal, sondern er weiß, wie es um das Herz dieser Frau ist. Ich möchte dir Mut machen, am Wochenende, wenn du Menschen begegnest, wo auch immer, in der Stadt, am Straßenrand, beim Einkaufen, in der Gemeinde, wie siehst du Menschen an? Siehst du die Not? Siehst du den Menschen mit Augen Gottes oder guckst du nur immer und taxierst ihn? Eine offene Frage wieder. Jesus hat Simon gestellt. Ich finde es schade, dass wir die Antwort von Simon, dass er also sagt, oh ja, habe ich noch nie gesehen, tut mir leid, sondern steht nichts drin, wie Simon reagiert hat, ob er Jesus nochmal eingeladen hat. Die Frau, die wird mich interessieren. Ich glaube, ich habe so eine imaginäre Liste, wen ich alle im Himmel aufsuchen werde, wenn ich mal im Himmel bin. Also Jesus ist klar, zuerst und den Vater und den Heiligen Geist und dann werde ich auch meine Eltern besuchen. Und dann, aber die Frau will ich auch kennenlernen, denn ich finde die einfach, das ist eine Glaubensheldin für mich, dass die so viel investiert hat, um ein bisschen bei Jesus zu sein und ihm Gutes zu tun. Mit dieser Frage entlasse ich dich also mit diesen beiden Fragen. Wie gesagt, die erste Frage war leicht zu beantworten. Wer ist dankbarer? Aber die zweite Frage, was guckst du? Wie siehst du? Wie betrachtest du deine Mitmenschen? Wenn du willst, sehen wir uns, so Gott will und wir leben, wieder am Montag. Und es geht dann weiter, entweder mit einer weiteren Frage oder mit Jesus on Tour im Markus-Evangelium. Gott segne dich.